Hallo und schönen guten Tag. Das wird ein ganz kurzes Video, ein kurzer Nachtrag zu den Rosetta Grußmessern. Und vielen ist aufgefallen, dass die Messer im geschlossenen Zustand nicht verriegelt sind. Die halten halt nur über die Reibung der Klinge im Griff. Und deswegen trage ich dieses, das ich mit rausnehme, in so einer kleinen Ledertasche. Die kann man sich selbst nähen, wenn man das möchte, und da kann nichts passieren. Und beim Messer mit Hirschhorngriff ist mir nach dem Video erst aufgefallen, dass das nicht komplett aus Hirschhorn ist. Wir sehen hier einen kleinen Holzstift, und wenn wir von vorne auf das Messer drauf schauen, sehen wir, dass hier vorne kein Hirschhorn ist, sondern Holz. Das Holz, man sieht es auch von der Seite, denke ich mal, das geht bis hier und ist dann verklebt und verstiftet. Warum das so gemacht wurde, weiß ich nicht. Ich denke nur, man sollte wissen, dass der Griff dieses Messers nicht komplett aus Horn ist. Das wäre es eigentlich schon gewesen. Auch dieses Messer verriegelt nicht. Man kann das Messer in den Griff hineindrücken, dann wird die Klinge durch Reibung gehalten. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Kurzer Nachtrag zu den Rosetta Grußmessern. Ansonsten sind die Dinger sehr gut verarbeitet. Es ist halt nur ein Sicherheitsaspekt, ob die Klingen im geschlossenen Zustand verriegeln oder ob sie nur durch Reibung gehalten werden. Normalerweise sollte da nichts passieren, aber ich bin da lieber auf der sicheren Seite und trage das Messer in einem Lederetui. Und wie gesagt, hier sollte man wissen, dass nicht der komplette Griff aus Horn ist, sondern dass das Messer von vorne her, wo die Klinge vernietet ist und der Viroblock drauf läuft, ein Holzpfropfen verbaut wurde. Gehalten, verklebt und durch diesen kleinen Holzstift. So, Leute, das wäre es eigentlich gewesen. Vielen ist aufgefallen, was ich jetzt gesagt habe mit dem nicht gesichert in der Hosentasche. Und ich finde, man sollte schon wissen, dass der Horngriff nicht in seiner ganzen Länge bis vorne hingeht. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Bis zum nächsten Mal, denn tschüss.